Hallo zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute sehen wir uns an, wie man Datensätze in SQL sortiert. Bevor wir loslegen können, bitte ich dich, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Business Transfer anbieten zu können und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Bevor wir uns gemeinsam die SQL-Befehle für das Sortieren ansehen, möchte ich euch noch mitgeben, dass der SQL-Server standardmäßig die Daten in einer Tabelle nicht geordnet sind. Weshalb das so ist, das weiß ich nicht. Falls das wer weiß, würde ich mich über einen Kommentar sehr freuen. Und nun starten wir los und sehen uns den ersten Befehl an, wie man nun eine Datentabelle sortieren kann. Ich habe nun das SQL Server Management Studio gestartet und möchte nun in der Tabelle dem Customer, welche nun entsprechende Kundendaten beinhaltet, eine Sortierung vornehmen. Ich tausche nun die einzelnen Spalten mit einem Stern Select aus, damit es übersichtlicher wird und möchte dann als einfaches Beispiel den Vornamen mit der Spalte First Name sortieren. Dazu gibt es nun den Befehl Order By, dann das entsprechende Attribut oder Spalte, in diesem Fall First Name. Und wenn ich das nun ausführe, sehen wir, dass nun die entsprechenden Datensätze bei dieser SQL-Abfrage aufsteigend sortiert sind. Ich kann nun, und damit sind wir schon beim zweiten Beispiel, die Reihenfolge der Sortierung noch näher angeben. Und zwar bedeutet Ascending aufsteigend, wie hier zu sehen, oder auch Descending. Und in diesem Fall beginnt er mit dem Vornamen Zoe. Wie ihr seht, könnt ihr damit schon einfache Sortierungen vornehmen. Kommen wir nun zur Sortierung von mehreren Spalten. Das gestaltet sich sehr einfach. Und zwar kann ich nun diesen First Name durch ein Komma auf ein zweites Attribut erweitern, und zwar Last Name. Wenn ich das nun ausführe, sehen wir, dass nun der Nachname absteigend sortiert wird mit Sang. Ich kann nun auch diese Sortierung unterschiedlich gestalten. Beispielsweise kann ich nun hier Descending und hier Ascending angeben und erhalte nun genau das umgekehrte Bild. Nun zu guter Letzt und auch eine häufige Form ist die Sortierung von Datumswerten. Dazu kann ich wie bei den vorhergehenden Spalten, in diesem Fall das Geburtsdatum, Birthdate, auswählen und kann diese dann entsprechend auch sortieren lassen. Auch hier kann ich dann noch die Reihenfolge der Sortierung beliebig anpassen. Darüber hinaus ist es sogar möglich, eine Sortierung vorzunehmen, welche nun nicht zur Auswahl in dem Select-Abschnitt angegeben ist. Angenommen, ich möchte nun den First Name, den Last Name und das Geburtsdatum, dann kann ich die Sortierung beispielsweise nach den Yearly Income gestalten. Das bedeutet, es ist nicht zwingend erforderlich, dass jenes
Attribut oder Spalte auch im Select-Abschnitt vorkommt, an dem ich die Sortierung durchführen möchte. Wie ihr seht, habt ihr nun mehrere Möglichkeiten, wie ihr Daten sortieren könnt. Und ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!